Raus aus dem Kloster, ran an die Felswand. So könnte man die verrückte Lebensgeschichte von Didier Berthaud beschreiben. Didier ist back. Und damit herzlich willkommen bei der heutigen Sendung von Beta, präsentiert von Mammut und Bächle Bergsport. Ja, mit Didier Berthaud, dem kletternden Mönch, wenn man so will, werden wir uns zum Ende dieser Sendung näher befassen. Es ist unser Fokusthema. Werfen wir aber zuerst einen Blick auf die weiteren Themen dieser Sendung. Fontainebleau in Gefahr, das ist die Frage der Stunde. Die Kletterszene macht sich stark gegen eine geplante Erweiterung der Ölförderung im beliebten Buldergebiet. Kann man sie stoppen? Und falls nein, was werden die Auswirkungen sein? Europameisterschaften 2020. Der Wettkampf findet bereits Ende dieses Monats statt, in Moskau, trotz Corona. Bereits haben zwei Nationen ihre Teilnahme abgesagt. Die Frage lautet natürlich jetzt, was bedeutet das für den Wettkampf? Wir haben mit der IFSC und dem Schweizer Athleten Sascha Lehmann gesprochen. Und schließlich haben wir einen Exploit in Pakistan zu vermelden. Simon Welfringer und Pierrick Fine schaffen die Erstbegehung der rund 2500 Meter hohen Südostwand des Sani Pakush, eines rund 7000 Meter hohen Berges. Es ist vermutlich erst die zweite Begehung dieses Berges überhaupt. Wir sprechen mit den Franzosen. Das also die Themen, die wir für euch etwas ausführlicher behandeln werden in der heutigen Sendung. Wie immer kommt aber nun zuerst der Kurznewsblock. Dem Franzosen Sepp Bouin gelingt mit Beyond Integral im Klettergebiet Pic Saint-Loup eine der schwersten Routen Frankreichs. Er schlägt den Grad 9b-plus vor und findet, ich weiß nicht, wie viele Male ich den oberen Teil ausgebuldet habe, um eine Lösung zu finden. Das ist wohl das Privileg des Erstbegehrs, sagt er mit einem Augenzwinkern. Jakob Schubert befindet sich im Höhenflug. Nach einer Flashbegehung der Route Lichtjahre 8c-plus am Schleierwasserfall sicherte er sich die dritte Begehung von Fugu 9a und startete während des Teamausfluges mit Austria Climbing in Arco definitiv durch. Innerhalb von 10 Tagen kletterte er 11 Routen im Bereich 8b-plus bis 9a. Derweil knackt der Schweizer Marco Müller den Kultboulder auf dem Wagen 8b-plus im Val Bavone und tüftelt bereits an der kurzen und knackigen 8c-plus-Route von Giuliano Gamaroni Mucho Rising. In Galarese gelingt dem Briten James Pearson die erste Wiederholung von Tribe, der wohl schwersten Dreadroute der Welt. Die Linie galt lange als futuristisch, 2019 wurde sie von Jacopo Larcher erst begangen. Zwar sprach Larcher vom längsten Projekt seines Lebens, hielt sich aber mit einer Bewertung zurück. Auch Pearson legt sich nicht auf einen Grad fest, sagt aber, in Tribe habe ich definitiv die härteste Abfolge an schweren Zügen in einer Drahtroute gemacht. Nicht umsonst wird also gemunkelt, dass sich der Grad wohl um 9a bewegen wird. Das ganze Video von Marco Müller und seiner Begehung von Off the Wagon findet ihr bei uns auf dem Kanal. Es ist ein cooles Video, das da entstanden ist. Ja, Andremo, was mich aber auch noch interessiert, ist zu Tribe in Gardarese. Jetzt gab es da nie eine Bewertung. Jetzt gibt es zwar die erste Wiederholung von James Pearson, aber offenbar immer noch keine Bewertung. Nein, die gibt es immer noch nicht. Ich habe mich eben diese Frage auch gestellt, weil eigentlich geht man ja schwer davon aus, dass jetzt der Jacopo Larcher mit dem James Pearson gesprochen hat, wie schwierig er die Route einschätzt und so weiter und so fort. Und ja, ich habe jetzt Jacopo gefragt, ja komm jetzt Jacopo, kannst du uns jetzt mal sagen, wie du diese Route denn überhaupt einschätzt von der Schwierigkeit her? You sneaky. No, like I will always stick to my original decision and an idea of not grading the route. Like James Ascent doesn't change anything to it. I didn't grade it because of a reason, because I wanted to focus on the beauty of the line. I want to share the message that I think that there is something more important than grades. And I'm really happy actually that James decided to share this, let's say, vision, this idea, and he also decided not to grade it. So viel zu den News von den Profis. Befassen wir uns noch kurz damit, was wir selber so getrieben haben. Remo, ich habe gesehen, du warst wieder in der glatten Wand hoch oben an der Dreifaltigkeit. Genau, nach einer längeren Pause bin ich wieder mit Michi Wohleben da hochgelaufen in die Dreifaltigkeit und wir wollten eigentlich diese Route fertig machen, konnten das zum Glück auch, war so das große Fragezeichen, schaffen wir diese Boulderstelle, schaffen wir, ist übertrieben gesagt, schafft Michi diese schwere Boulderstelle, er hat es geschafft. Wir haben damit die Route erst begangen, das heißt in diesem Fall
Wir konnten alles bis oben auf dem Gipfel einrichten. Die große Arbeit steht natürlich jetzt an. Die Route muss geputzt werden. An vielen Stellen muss man nicht putzen, die ist so glatt, aber an gewissen Stellen schon. Und natürlich dann freiklettern. Und da ist die große Frage, geht es überhaupt? Ich meine, jetzt einrichten konnten wir es, aber freiklettern, das ist noch eine ganz andere Frage. Da hoffen wir, dass wir da die Antwort möglichst bald dazu finden. Wir bleiben auf jeden Fall da dran. Ja, sieht super spektakulär aus. Ich freue mich auch, Remo, dass du dabei warst, weil das wird uns die Gelegenheit geben, dass wir bald eine Reportage dazu veröffentlichen können zu dieser Erstbegehung, die wir übrigens auf diesem Kanal veröffentlichen werden. Also falls noch nicht geschehen, dann abonnieren. So viel zu den großen Wänden und was ich gemacht habe. Du warst für einmal nicht am Seil und nicht in den großen Wänden. Dominik, wo warst du so unterwegs? Glaube ich, an den Blöcken im Tessin hast du... Genau, ich war mit Severin zusammen wieder mal im Tessin in Chironico bouldern. Ich habe das jetzt 6 Jahre nicht mehr gemacht. Ich muss gestehen, ich bin schon lieber am Seil unterwegs. Aber ich muss Ihnen auch sagen, es ist schon sehr eine faszinierende Sportart, dieses Bouldern. Das hat mir extrem gefallen, wieder mal durch diese Herbstwälder zu streifen und sich einfach nur diesen selbst auferlegten Problemen an den Blöcken zu widmen. Und hat mir sehr gefallen, dieses Wochenende. Betrübt hat mich dann natürlich die Nachricht aus Brione, dass dort offenbar Boulderblöcke von Vandalen besprayt wurden. Da hat uns Benjamin Weber Bildmaterial zugesandt, wo man das auch sieht, dass offenbar irgendwelche Graffiti-Jungs die Blöcke für sich entdeckt haben. Hoffen wir, dass das nicht zur neuen Mode wird. Corona steht wieder vor der Tür. Viele Länder befinden sich im Lockdown, die Schweiz zum Glück noch nicht komplett. Das heißt, viele Kletterhallen sind immer noch offen. Wir können trainieren gehen. Viele Deutsche und Österreicher nutzen das und pilgern über die Grenzen und trainieren bei uns. Sicher kommt den Kletterhallen zugute. Interessant ist auch, dass in dieser ja wirtschaftlich angespannten Situation sogar eine Halle neu eröffnet bei euch in der Region, richtig? Genau, in Basel, zwar mitten im Dreiländereck, also interessant für Grenzgänger, wird die Ellis Boulderloft voraussichtlich am 1. Dezember öffnen. Es ist natürlich wahrscheinlich nicht, wie du gesagt hast, der idealste Moment, um eine Boulderhalle zu öffnen. Darum haben wir einfach mal bei den Betreibern gefragt, ja, was bedeutet das für euch, mitten in der zweiten Welle die Halle zu öffnen? Ja, was man sagen kann, ist, wir haben es auf jeden Fall viel besser als andere Hallen, die jetzt im Frühjahr aufgemacht haben. Da haben wir großes Glück gehabt, die hat es viel härter getroffen. Die nehmen beide Wellen voll mit, müssen jetzt zum zweiten Mal teils schließen oder mit harten Einschränkungen arbeiten. Und andererseits steht natürlich auch die Freude im Vordergrund, dass wir endlich an die eigenen Wände können, dass dieses Team und all die Leute, die sich auf das Projekt freuen, endlich loslegen können. Gute Zeit, es ist immer eine gute Zeit, die Halle zu eröffnen. Jetzt sind einfach nur schwierige Zeiten. Seit einigen Wochen macht eine Petition in den sozialen Medien vor allem die Runde. Es geht um eine Unterschriftensammlung gegen eine geplante Erweiterung von Ölbohrungen in Fontainebleau. Das Stichwort ist Fontainebleau in Gefahr? Fragezeichen. Ja, diese Frage werfen wir jetzt auch auf. Ist es wirklich so dramatisch, Remo? Ja, ist schwierig einzuschätzen. Wir haben den Petitionstext mal ein bisschen genauer angeschaut und da steht drin, das war ein bisschen zu meinem Erstaunen, dass schon lange nach Öl gebohrt wird in Fontainebleau, also nichts Neues. Ich dachte so, Skandal, plötzlich Öltürme. Es geht um eine Erweiterung, also diese Ölfirma will jetzt mehr Öl fördern in Fontainebleau. Und zweiter Punkt, das ist 4 Kilometer weg von Fontainebleau, also Boulderblöcke sind nicht betroffen, also die ganze Empörung, die wahrscheinlich viele Boulderkletterer hatten, dass es um diese Blöcke gehen könnte, das ist sicher nicht das Problem. Natürlich wollen wir uns damit nicht als Öllobbyisten positionieren und sagen, ja, betrifft die Blöcke nicht, also ist es egal. Es geht immerhin auch um die Trinkwasserversorgung von Paris, die gefährdet sein könnte. Aber ja, es ist schon nicht so, dass dann irgendwelche Blöcke gesprengt werden und Öl Türme hingebaut werden, zumindest vorderhand nicht. Wir haben übrigens auch bei den Initianten der Petition nachgefragt, wie schätzen Sie denn die Chancen ein, dass die Unterschriftensammlung immerhin 75.000 Menschen oder mehr sogar inzwischen haben unterschrieben, dass die etwas ändern kann an den Plänen der Ölfirma Bridge Oil. Und die Initianten, die haben mir also gesagt, ja, realistisch bleiben, man ist eigentlich immer am kürzeren Hebel, wenn man gegen die Öllobby ankämpft. Letzte Möglichkeit, Olympiaticket. Für viele Athletinnen und Athleten stellt die Europameisterschaft die absolut letzte Chance dar, überhaupt eines der begehrten Olympiatickets zu ergattern. Doch nun sagen die Nationalverbände Österreichs und Frankreichs ihre Teilnahme ab, Corona-bedingt. Das ist quasi eine freiwillige
ein freiwilliger Verzicht, an diesem Wettkampf teilzunehmen. Es wird gemunkelt, dass auch Deutschland, Slowenien und die Tschechische Republik auf die Teilnahme verzichtet. Das ist doch eine sehr interessante Entwicklung. Da stellt sich natürlich die Frage, ist der Wettkampf so überhaupt noch angebracht? Kann er so noch fair ausgetragen werden? Wir haben diese Frage an Marco Vettoretti gestellt. Er ist der Vertreter vom Internationalen Kletterverband IFVC und seine Antwort lautet: Wenn die nationalen Verbände freiwillig auf eine Teilnahme verzichten, so ist es deren Entscheid und wir halten an der Durchführung der Europameisterschaften fest. Wenn aber eine Nation aufgrund eines behördlichen Beschlusses nicht nach Moskau reisen darf oder Moskau deren Einreise verbieten würde, so würden wir die Meisterschaften absagen. Ja, das Bangen geht also weiter. Es ist noch nicht sicher, ob der Wettkampf wirklich stattfinden wird. Für uns aus Schweizer Sicht ist es natürlich auch interessant, weil wir mit Sascha Lehmann ja noch einen Kandidaten am Start hätten, der sich durchaus an der Europameisterschaft sein Olympiaticket noch holen könnte. Für ihn gilt nämlich, würde er in Moskau den Wettkampf gewinnen, dann hätte er das Ticket. Oder aber auch, wenn er sich so gut platziert, dass alle, die vor ihm sind, bereits schon qualifiziert sind oder die Länderquote schon ausgeschöpft haben, dann käme er auch zum Zug. Ja, es ist ein bisschen kompliziert. Eigentlich zusammengefasst ist es die letzte Chance für Sascha Lehmann, sich überhaupt noch für Olympia zu qualifizieren. Wenn der Wettkampf nicht stattfindet, hat er keine Chance überhaupt an die Olympiade zu reisen, nach Tokio zu reisen, dann würde nämlich das Ticket an den besten Europäer der Weltmeisterschaft 2019 gehen und das ist, glaube ich, dann der Slowene Jernej Kruder. Ja, wie gesagt, kompliziert und da haben wir einfach gedacht, wir fragen doch einfach direkt Sascha Lehmann selber, ob er durchblickt und wie er das Ganze empfindet. Ich freue mich enorm, in diesem Jahr doch noch an einem grossen internationalen Wettkampf teilzunehmen und dort um einen letzten europäischen Olympiaplatz zu kämpfen. Wenn die EM nicht würde stattfinden, dann würde ja einfach jemand mehr vor WM 2019 nachrutschen. Ich bin mir aber trotzdem nicht sicher, ob es die richtige Entscheidung ist, den Wettkampf unter den momentanen Umständen durchzuführen. Ich würde es also verstehen und wahrscheinlich sogar befürworten, wenn die IFSC den Wettkampf hätte abgesagt. So die Antwort von Sascha Lehmann, die ich übrigens bemerkenswert finde. Ich habe Sascha letzten Februar, kurz vor Moskau, als es eigentlich stattfinden sollte, interviewt. Es ging da um die Frage, eben, wie geht er mit dem Druck um, dass das seine letzte Chance ist und er wirklich seine ganze Leistung abrufen muss. Dann wurde der Wettkampf ja abgesagt, also eine große Enttäuschung. Seither ist er so in der Schwebe, ja, komme ich noch zum Zug, komme ich nicht zum Zug. Und da finde ich es eben eigentlich umso bemerkenswerter, dass er jetzt sagt, eigentlich lassen es die Umstände nicht zu, man sollte den Wettkampf absagen, obwohl das seine letzte Chance für Olympia ist. Durchaus ein Zeugnis von Reife, würde ich sagen. Blicken wir nun an die hohen Berge Pakistans. Da haben die beiden Franzosen Simon Welfranger und Pierrick Fihn eine wirklich beachtliche Leistung erbracht. Sie haben die 2500 Meter hohe Südostwand des Sani Pakush erst begangen. Es ist wahrscheinlich erst die zweite Begehung dieses Bergs überhaupt. Er ist mit 6951 Metern fast 7000 Meter hoch. Ja, das ist sehr beachtlich. Hier einige Eindrücke, die sie uns zugesandt haben. Ah ouais! Ah, on se gave un peu quand même. On est à 6435 Meter. C'est ça. Ah, c'est ton relais? Il y a une broche. Ah, ok. Regarde un coup là. Schöne Leistung. Hast du aber gesehen, Dominik, wie da also so mit der Kamera rumschwenkt, im Hintergrund eine ziemlich heftige Lawine runterdonnert? Allerdings, die ist mir auch aufgefallen. Und das zeigt eben schon auch, wo so eine Leistung anzusiedeln ist, eine Erstbegehung an einem 7000er. Es ist eben punkto Kühnheit und Risiko schon nochmal eine andere Nummer, je nachdem, als hier in den Alpen, wo man genug Zeit hat, eine Wand lange zu beobachten und den Charakter davon kennt und dann auch anhand dessen die objektiv sichere Linie
wählt. Willst du jetzt die Erstbegehung an der Dreifaltigkeit in den Schatten? Ja, ich denke mal, objektive Gefahren halten sich an Grenzen. Nein, aber ich finde das eben schon, auch, für mich ist es schon ein Punkt, oder wenn du jetzt einfach so irgendwo nach Pakistan reist und sagst, ja, da gehen wir hoch, wie kannst du dann sicher sein von den objektiven Gefahren her, dass du da jetzt nicht die dümmste Wand einsteigst, wie wir gesehen haben, diese Lawine, die da runterkommt, also ja, kann man das abschätzen? Diese Frage haben wir ganz einfach an Simon Welfranchet gerichtet. Wie habt ihr da eure Linie ausgesucht? We wait quite a long time at base camp, looking for the good way to go up this massive face. There were some objective dangers, such as avalanches and seracs, but luckily we find a line on the left part of the face. Now I'm really motivated for other projects, maybe a little bit higher. Getting above the bar of 7,000 meters means a lot to me. But what's the most important is to keep the spirit of making really technical routes and doing mixed climbing and rock climbing in some steep parts and going up big mountains, but on technical terrain. Didi is back. Kommen wir nun zum Fokusthema unserer heutigen Sendung, nämlich zum exklusiven Interview mit dem überraschenden Rückkehrer des Jahres, könnte man sagen. Didier Berthaud gehörte einst zur absoluten Weltspitze, vor allem was das Rissklettern anbelangte, und verschwand dann plötzlich von der Oberfläche. Er kehrte nämlich dem Klettern den Rücken zu und ging ins Kloster. Dominik, hättest du gedacht, dass dieser Didier Berthaud nun wieder zurück zum Klettern kommt? Nein, ich muss sagen, für mich war das eine Riesenüberraschung, weil ich habe Didier Berthaud verfolgt, seinen Werdegang in den letzten ja, 5 Jahren. So. Also ich kannte ihn von First Ascent, diesem Film, wo er Cobra Crack versucht, erst zu begehen. Habe dann mitgekriegt, ja, dass der irgendwie ins Kloster geht. Und dachte dann, ja, einmal im Kloster, immer im Kloster. Also es tönte wirklich nach einem sehr fundamentalistischen Sinneswandel, den er da vollzogen hat. Und jetzt zu hören, dass er da wieder eine Kehrtwende gemacht hat, hat mich irgendwie sehr gefreut, muss ich sagen, und finde ich extrem spannend. Ja, schauen wir doch kurz auf seinen Werdegang zurück. Vor rund 10 Jahren gehörte er zu den absoluten Spitzenkletterern, auf jeden Fall zu den besten Rissspezialisten der Welt, der Walliser Didier Berthaud. Von ihm stammen Linien wie etwa Greenspit im Valle dell'Orco, die vor kurzem gerade von Babsi Zammel wiederholt wurde. Berthaud war ein starker Verfechter des Drat-Gedankens. So war er es, der die Bolts aus Greenspit entfernte und die Route im Drat-Stil erst beging. Bekannt wurde er dann vor allem durch den Film First Ascent, wo er bei seiner Mission, die Route Cobra Crack in Squamish als Erster zu klettern, eng begleitet wird. Berthaud scheitert ganz knapp, muss die Route schließlich aufgeben, nachdem er sich am Knie verletzt. Er gibt aber nicht nur die Route auf, sondern das ganze Klettern. Er macht eine radikale Kehrtwende in seinem Leben. So fanatisch, wie er sich zuvor dem Klettern widmete, wendet er sich nun dem Glauben zu. Er tritt einer Bruderschaft bei und lebt 12 Jahre lang als Mönch im Kloster. Wird Priester, lässt das Klettern weiterhin bleiben. Doch nun die erneute Kehrtwende. Weg vom Kloster, zurück an den Fels. Didi is back. Wir haben ein spannendes Porträt über Didier Berthaud auf Lacroix veröffentlicht. Es ist schon etwas älter, es stammt von einem Journalistenkollegen namens Olivier Christe. Er ist vor 2 Jahren Didier im Kloster besuchen gegangen, ist dieser Frage nachgegangen. Ja, wie ist dieser Mann hier hingekommen? Was sucht er im Glauben? Es ist sehr lesenswert. Was wir jetzt aber natürlich aktuell von Didier selber wissen wollten, ist, wie kam es denn jetzt wieder zu diesem Sinneswandel? Well, in recent years, I quit this way of being Christian, and I embrace something like a way more humanistic way of being Christian. And let's say that in this process too, I began to work in the unification of myself, of my history, and began to work also in something like a reconciliation with my history, family, friends, and also some way reconciliation with my belonging to the climbing community.
Ja, die große Frage, die sich jetzt natürlich stellt, ist, jetzt kommt dieser Didier Berthaud zurück zum Klettern, kommt er einfach ein bisschen zum Pleasure-Klettern zurück oder nimmt das richtig ernst, er ging ziemlich radikal ins Kloster, kommt er so radikal auch zurück zum Felsklettern. Er war diesen Sommer am Petit Cloche unterwegs. Wir haben ihn gefragt, was sind denn deine Ambitionen, Didier Berthaud? So last year I quit the monastery because of this changing of Christianism. And I decided to went back on climbing. It was just once a week past then. And well, things went and starting climbing kind of a lot again. So I opened three new routes there, but only I finished only two of them, and these two are amazing routes. They are no trad routes, they are bolted routes. One is a 50 meter crack, but so thin that was impossible at all to climb with protection, so I bolted the route. It's gonna be super hard, like 8C plus or even harder, no idea. But amazing, absolutely amazing line, 50 meter, perfect granite, and like a wonderful line. And the second one is this kind of crest on the left of the North Face. And this is the end of the route I opened 20 years ago, maybe. The Endless Story, L'Histoire sans fin. And it is an amazing line. Like, I'm pretty sure it's gonna be just like world class. Ja, Neutouren bis 18 plus am Petit Cloche. Damit ist unsere Frage, ja, was sind deine Ambitionen, ein Stück weit beantwortet. Es ist also nicht einfach so ein bisschen Freizeitklettern offenbar. Man könnte meinen, der Mann hat gar nie in einer Mönchskutte gesteckt. Das Niveau, das ist also immer noch vorhanden. Und es sieht schon so aus, als ob er auch das Profibusiness, also die ganz hohe Liga, wieder anstrebt. Auch das haben wir ihn natürlich gefragt. I'm training quite hard and I get the hope that one day I will be back on the high level, but it's very hard to say. Also offenbar ist er wirklich hart am Trainieren, hat aber noch ein bisschen Funken Zweifel, ob er es wirklich an die Spitze schafft. Dominik, was meinst du? Ja, ich habe eigentlich keine Zweifel, weil wenn man schaut, wie radikal er früher als Profikletterer am Fels war, dann mit der gleichen Einstellung eigentlich ins Kloster geht und nicht einfach gemäßigter Christ ist, sondern Fundamentalist sich komplett wirklich ein solches Leben aufzwingt, sage ich jetzt mal. Und dann glaube ich, wenn der das jetzt wieder zurück an den Fels bringt, dann, man sieht ja, kann ja bereits wieder 8C klettern. Also ich glaube, ich bin sehr gespannt, wie das rauskommt. Auch gespannt bin ich darauf, er hat ja noch eine offene Rechnung, die er eben vor dem Eintritt ins Kloster noch nicht begleichen konnte. Das ist die Route Cobra Crack in Squamish. Und wir haben ihn gefragt, ja, gehst du denn zurück nach Squamish und begleichst diese Rechnung? Once again, I have no idea if I get back on the high level. If I do, I would love to go there to try to finish. But I have to admit also that I do have in Squamish some other big dreams. Not in the climbing scene. Damit sind wir fast am Ende unserer heutigen Sendung. Wir wagen einen ganz kurzen Ausblick. Es erwartet euch in den kommenden Wochen eine Reportage über diese Erstbegehung an der Dreifaltigkeit, die wir heute kurz erwähnt haben. Das werdet ihr auch hier auf diesem Kanal erfahren. Deshalb wie immer abonnieren, bitte diese Sendung auch mit einem Like versehen. Wir möchten uns übrigens an dieser Stelle ganz herzlich bedanken für eure sehr positiven Rückmeldungen hier in der digitalen Form, aber auch im richtigen Leben in der Kletterhalle am Fels bekommen wir immer sehr positive Rückmeldungen.
Die Negativen, die äußern sich zumindest im richtigen Leben wahrscheinlich nicht. Ja, danke vielmals für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.